Ein Mann erfindet die Pizza neu. Schräg und manchmal auch verdammt lecker. Und hier kommt er auch schon, der Lübecker Pizzabäcker Michael Weber mit vielen ausgefallenen Kreationen. Jetzt zeigen wir den Italienern mal, wie man richtig gute Pizza macht. Gemeint sind diese Damen und Herren. Halli, hallo, hallöle. Ich hoffe, ihr seid fröhle. Nein, es gibt skurrile Pizza. Wir sind wieder da. Ich habe mir tolle Sachen ausgedacht. Ich hoffe, ihr seid sehr gespannt. Es wird lecker. Und Michael legt sofort los mit Pizza Cocodè. Der Lübecker denkt sich seit vielen Jahren die schrägen Pizzen aus. Selbst gegessen hat er sie noch nie. Das Schöne ist ja, ich muss es nicht essen. Ich muss es nur kreieren und machen. So, anstatt des Klassikers Tomatensoße habe ich mir was Mördermäßiges ausgedacht. Dann. Sehr gesehen. Was ist denn das? Riecht dran, ich glaube, ihr erratet nicht, was es ist. Ich bereite doch, dann ja schon mal was vor. Pastinake, würde ich ja sagen. Pastinake. Ach, ihr seid solche Profis. Ja. Streber. Das hier kennt ihr auch. Ich meine, ich hätte es auch anders machen können, aber das ist so hier Schlagermatschü, Kartoffelbrei hier, so kartoffelig. Kartoffel mit Pastinake, ein klassischer Kinderbrei. Auf einer Pizza? Ist das quasi die Basis? Ja, das ist die Basis, das ist die Soße. Und Leute, okay, sieht doch Hammer aus, oder? Farblich in jedem Fall, aber geschmacklich? Naja, die Italiener sind Kummer gewöhnt. Wir machen weiter mit diesen lustigen kleinen Kügelchen. Kleine Kichererbsen. Ja, Kichererbsen. Ob die Jury das auch so lustig findet? Auf die Kichererbsen folgt grüner Spargel. Käse. Okay. Aber kein normaler Käse, sondern Ricotta-Käse. Endlich eine italienische Zutat. Überraschung! Ja, wahnsinnig. Ah. Wichteleier. Mini-Fußbälle. Schau, dass du keine Schale drauf bekommst, ne? Schau, dass da keine Schale drauf kommt. Bitte für dich einmal mit extra Schale. Wie süß. Mini-Spiegeleier auf einer Pizza. Also ich würde sagen, das Ganze backen wir jetzt mal, ne? Weil rohes Ei soll ja nicht gut sein. Schaut ja echt geil aus. Backi, backi. Maximal 3 Punkte dürfen die italienischen Experten vergeben. Oder auch 0. Mal sehen. Ich habe hier ganz leckeren Aufschnitt. Bresaola. Dran riechen bitte einmal. Was ist das? Sein Koppa. Ah, mein Schnucki Giovanni hat es erkannt. Es ist Koppa. Was ist Koppa? Kleine Wissensinsel. Schweinhals. Bresaola. Schweinenacken. Bresaola ist luftgetrockneter Rinderschinken. Koppa vom Schwein. Was besonders genial ist, dieser Koppa-Aufschnitt hat einen gewissen Fettanteil und auf der heißen Pizza schmilzt es. Fängt er an zu schmilzen. Ja, und das ist natürlich lecker, wirklich. Es folgt ein Touchgrün in Form von Kresse. Und jetzt ganz zum Schluss, damit ihr noch ein bisschen Knusper-Crunchy draufbombt. Bisschen Walnüsse. Walnüsse. Damit ist das erste Pizzawerk vollendet. Pizza Cocodè. Kann diese Pizza bei Chiara, Giovanni und Giulia punkten? Der ehemalige Pizzeria-Besitzer Giovanni Tarullo macht den Anfang. Das sind 5. Nein, nein, das ist wirklich jetzt, wenn 5 geht, ist 5. Sonst bleiben wir natürlich zu 3. Absolut verdiente 3 Punkte. Dankeschön. Sieht gut aus, schmeckt gut, ist wirklich ein Gaumengenuss, ein Hochgenuss. Vielen Dank. Vielen Dank. Von mir gibt's auch 3 Punkte. Was? Hätte ich nicht gedacht, aber schmeckt echt sehr, sehr gut. Hast mich definitiv überzeugt. Vielen Dank. Gute Arbeit. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wer hätte das gedacht? Maximale Punktzahl für diese ausgefallene Kreation. Die nächste Pizza macht hoffentlich gute Laune. Buongiorno, Maria. Weiter geht die wilde Fahrt. Ich habe ein bisschen Angst jetzt vor der nächsten Pizza. Echt? Ja. Warum? Weil ich es noch nie gemacht habe. Ich habe hier hochprofessionell Hühnereier aufgeschlagen. Buonasera, signorina, buonasera. So, ich habe eine Überraschung für euch. In stundenlanger Heimarbeit habe ich vorgeschnippelt. Tada!
Wow. Der Mount der Gemüse. Also ehrlich, aber schick. Ich dachte, damit ihr wenigstens eine Zutat erkennt, weil die ja alle so ominös sind, mache ich mal die Spitze drauf von. Was ist denn das? Kohl. Ja, welcher? Spitzkohl. Welcher? Spitzkohl. Der zerkleinerte Mount de Gemüse bildet vermischt mit der Eiermasse den Pizzabelag. Skurril. Mir macht ihr meine Hand sauber. Habt ihr was vorbereitet? Das ist mir noch nicht spektakulär genug. Ich dachte so in meinen schlaflosen Nächten, wir nehmen sowas hier. Camembert. Ein Camembert. Ein Camembert. Und diesen Camembert, den werden wir jetzt lustig in der Mitte drapieren. Ach, den legst du drauf. Wie so ein kleiner Vulkan. Ey, komm, das ist ja noch nicht bunt genug, oder? Nee, cool. Ein bisschen scharf. Ich bin so auf deiner Seite passiert. Feurige Jalapenos für feurige Italiener. Und jetzt kommt eine Männerportion drauf von Beck. Sehr geil. Bacon. Ja. Das kann mir echt richtig gut schmecken. Ich bin echt richtig gut. Du bist schon ganz aufgeregt, ne? Ja. Ihr merkt das schon. Total. Irgendwie. Ich hab echt Bock auf die Pizza. Die Jury ist voller Vorfreude. Das gibt es selten bei uns. Oh, ist das schön. Ja. Hm. Lecker. So, wirklich. Bevor sie kalt wird, letzte Zutat. Nicht so gierig hier, bitte. Was ist das hier? Wirsching. Profis. War der rohe Wirsing wirklich eine gute Idee? Gleich wissen wir mehr. Hier ist die heiß erwartete Pizza. Buongiorno, Maria. Her mit den Punkten, falls ihr welche habt. Ganz schön scharf. Ja. Ganz schön scharf, wirklich. Boah. Eine tolle Erfindung, Miguel. Danke. Gemüse mit Eier wie ein Omelett und Speck. Toll. Dankeschön. Sehr gut. Dankeschön. Ich finde, dieser Wirsing da oben drauf macht keinen Sinn. Der schmeckt dazu auch nicht, das Ruhe. Und mir ist es ein Tick zu scharf. Also zwei Punkte und wirklich ganz, ganz toll. Dankeschön. Ich bin sprachlos. Also jetzt nicht übertrieben. Das wäre ja mal was Neues, ne? Und ja, es ist zu scharf, aber von mir gibt es auch zwei Punkte. Danke. Vielen Dank. Pizza Buongiorno Maria bleibt mit 7 Punkten leider hinter den Erwartungen. Aber neue Pizza, neues Glück. Es folgt Pizza Greenhorn. Weiter, 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 weiter mit lecker Pizza. Oh Gott. Was ist denn das? Das ist lecker. Das ist eine grüne Soße. Salsa verde? Salsa verde mit Sardelle. Ja, mit Anchovies. Und das wird unsere Tomatensoße. Ach, habe ich noch nie gegessen. Ja. Ja, es gibt immer ein erstes Mal. Vielleicht bleibt es auch das letzte Mal. Aber wir sind erstmal guter Dinge. Da ihr nur am Meckern seid, kommen jetzt ordentlich. Ich hab's so viel gelobt, kommen Orle hier an Chovis drauf. Nee, das so, dass passt ihr denen schon nicht aus dem Weg gehen könnt. So, zack. Das passt schon. Nach grüner Sardellenpampe noch mehr Grün. In Form von Oliven und, Gott sei Dank, Mozzarella. So, und zu guter Letzt, ne, so ein bisschen Crunch, so ein bisschen. Pommes frites. Spektakulär! Was könnte das bloß sein? Keine Ahnung. Selleriesticks? Nein, aber auch eine Art Gemüse. Die TK-Pommes kommen im gefrorenen Zustand auf die Pizza. Aber das ist ja noch nicht alles, wa? Da wollen wir jetzt noch ein bisschen aufpeppen. Lass mich raten, wieder was Grünes. Ja, das, ja. Ja, Avocado. Und die ist auch grün. Let's go! Das ist aber noch nicht alles, weil jetzt kommt etwas richtig Cooles. Was richtig Cooles. Ja, gut gekühlt, sehr frisch und nicht grün. Da! Das ist das Thunfisch. Ja. Finde ich geil. Ob der rohe Thunfisch im Gegensatz zum rohen Wirsing hier der Punktebringer wird? Bitte schön, Pizza Greenhorn. Unsere Italiener-Jury ist immer gut für eine Überraschung. Chiara macht den Anfang. Ein Punkt. Das ist schon nett. Ja, ja, sehr nett von dir. Vielleicht ist es langweilig heute, nicht anders als treffend.
Zwei Punkte ist die mir auf jeden Fall wert. Sehr raffiniert und auch manche Komponenten wie der Thunfisch-Avocado mit der Soße, mit der grünen und den Pommes, das ist echt geil. Tja, so unterschiedlich können Geschmäcker sein. Leider nur 6 Punkte für Greenhorn. Eine letzte Chance hat Michael noch. Pizza Felicita. Ob diese Pizza wirklich Freude bringt? So, Freunde des guten Geschmacks. Was Süßes, lecker. Ja. Jetzt kommt was Süßes und gar nicht grün. Das ist doch gut. Man riecht nichts. Ich zeig's euch. Darf ich mal, das können Karamell sein. Immer mit den Fingern da reiner. Hallo? Ich will auch. Das ist Hagebuttenmarmelade. Sieht ja immerhin fast aus wie Tomatensauce. Ich war vorhin schon sehr früh in der Küche und habe etwas vorbereitet. Apfel. Ja, Apfel. Apfelradl. Apfeltaschen. Apfeltaler mit, was für ein Teig? Blätterteig, genau. Apfeltaler mit reichlich Zimtzucker. Definitiv was für Leckermäuler. Wenn Eis ist, ist es perfekt. Mm. Ja. Das ist Eis. Ist perfekt. Und dann noch ein Tröpfchen Vanillesoße und Granatapfelkerne. Diese Pizza macht Freude. Pizza Felicita. Aber macht sie auch Punkte? Bestimmt. Ich gebe deiner Pizza 3 Punkte. Dankeschön. Mhm. 3 Punkte, weil es einfach so gut schmeckt. Mein lieber Mann, 3 Punkte. Die Grazie. Tolle verdient. Vielen Dank, vielen Dank. Wirklich, bravo. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Uns auch. Treffer, volle Punktzahl für Pizza Felicita. Zusammen mit Pizza Coco D, der Abräumer des Tages. Weitere schräge Kreationen folgen sicher bald.